Ah ja, so funktioniert es. Okay, zurück. Ich brauche irgendwelche... irgendwelche Blumen, die die Erde rot machen. Aber ich weiß ja nicht mehr, wie die heißen. Weil wir finden die schon. Okay, das ist auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Da ist ja nirgendwo diese dumme Erde drin. Tatsache. Okay, das ist jetzt durchaus belastend. Wie hieß denn nochmal diese Blüten? Wann ist diese da? Nee. Irgendeine Blume musste ich herstellen, das weiß ich noch, die dann die Erde rot macht. Aber es wäre halt schön, das im... wenn ich das halt wieder irgendwie in Wikipedia wüsste. Da, das da, ah, das da. Scorch Pasture Seeds. Genau, dafür brauche ich diese Blaze Powder und die Pasture Seeds. Diese mit Gras, Mana Pool. Dann kriege ich die. Denke mal, dass ich da Wasser reintun muss, ne? Okay, das heißt, ich brauche Gras. Das heißt wiederum, ich brauche eine Schere. Warte ich die Schere. Warte ich da die Schere drin? Schere? Ist die tatsächlich hier? Irgendwo hatte ich doch eine. Finde ich jetzt schlicht schlimm. Wir haben auch noch einiges an Eisen hier. Aber jetzt habe ich wieder 50 Scheren rumfliegen. Keine davon brauche ich jemals. Da ist sie. Okay, das Botanielexikon packen wir mal hier rein. Ich brauche Gras. Und Wasser. Und dann brauche ich noch dieses Blaze Powder. Für dieses Blaze Powder müssen wir einmal in die Wüste. Okay, da gehört kein Wasser so rein. Das geht nicht. Das geht echt nicht. Okay, vielleicht kommt da automatisch Wasser rein, wenn wir was reinschmeißen. Das funktioniert auch nicht. Okay. Wir brauchen Gras. So. Jetzt nochmal. Ich teleportiere mich mal hier hin. So. Gras, 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 Gras. Wir brauchen einiges davon, weil wir einiges an dieser Erde brauchen. Ich habe übrigens hier meine Kokobolo-Bäume gepflanzt. Weil ich noch ein bisschen Holz von denen brauche, weil dieses Dorf ja noch größer werden soll. Und vielleicht bauen wir da heute auch ein bisschen weiter, ich weiß es nicht. Irgendwas werden wir schon finden. Wir werden auch heute ein bisschen was für den Server bauen. Das wird dann, wenn nicht wundern, wird im Creative stattfinden, weil Sachen, die für den Server ist, sind... Ich glaube Medium Grass auch. Sachen, die für den Server sind, werden immer im Creative gebaut, weil wir dafür nicht unsere eigenen Ressourcen verwenden können, weil die meistens relativ aufwendig sind, die Sachen. Und wir mit unserem eigenen Projekt schon mehr als genug Ressourcen brauchen. Genau. Gras habe ich jetzt gebaut, abgebaut. Dann lass mich mal wieder zurück hier. Ich muss den Waypoint mal anders hinsetzen. Okay, das ist der Mana Pool, ne? Wir schauen nochmal rüber. Vielleicht haben die einen.
Schwan, ich habe mein Lexikon. What the fuck? Ah, gar nicht rüberschalten. Vielleicht steht im Lexikon was drin, auch wenn es auf Englisch. Ja gut, das ist ja nicht immer auf Englisch. Da hatte ich das Lexikon drin. Nein, da. Nein, dann wird jetzt das Zeug hingeschmissen. Da. Da. Nur dezent verpeilt. Okay. Mana Pool, da haben wir ja. Any function in Mana Pool Shop how from. Okay. Okay. Das hat mir jetzt nicht sonderlich geholfen. Huch. Ja, was ist denn das, was da reingehört? Moment, wo sind denn nochmal die Pflanzen, die ich darf hier? Okay, ich muss doch nochmal googeln. Okay. Ich muss irgendwie Mana da reinkriegen. Via Mana Spreader. Livingwood. Brauche ich dafür. Okay, wie mache ich denn jetzt Livingwood? Oh. Place any vanilla woodlock next to a pure daisy. Okay. Same procedure. Wie heißt das Wort? Procedures as every year? Habe ich denn die Daisy hin? Habe ich die Daisy in meinen Rucksack? Ich glaube, ich habe die irgendwo hin, aber ich brauche auch Locks. Locks, glaube ich, habe ich hier gar nicht. Hoppala. Da auch nicht. Habe ich die hier reingeschmissen? Ja, da ist sie ja. Ja, aber Locks habe ich nicht hier. Für Locks muss ich schneller mal im E-System. Lock. 64 brauche ich davon nicht. Machen wir mal 20. Okay. Da wir schon mal gerade hier sind, da haben wir genügend Grün. Dann machen wir das doch gleich auch hier hin. Da ist meine Pew Daisy einmal, zweimal. Greatwood. Zack, zack. Uppala. Ich habe keine Axt dabei. Keine normale. So. Okay, jetzt müssen wir nur warten, bis es wieder zu Livingwood wird. Und dann können wir den Mana Spreader bauen. Für ein Battle-Ding haben wir noch. Gold brauchen wir auch nochmal. Habe ich Gold dabei? Hallo. Habe ich Gold dabei? Und ich habe Golden Nuggets. Da können wir Gold draus machen. So. Das heißt halt warten, ne? Ein bisschen. Da haben wir das erste. Ich habe halt immer noch keine Axt, ne? Man kann es nicht abbauen, wenn man keine Axt hat. Das ist jetzt blöd gelaufen. Habe ich noch Stickies dabei? 7. 1, 2.
Inside. Okay. Barney hat schnell eine. Zack. Jetzt habe ich kurz überlegen müssen, wie man eine Axt baut. Oh mein Gott. Okay. Headset. Nein! Da ist die Blume nicht ab. So. So, Lille. Wir haben jetzt theoretisch genug für die. Es tut mir total leid, wenn ich total überstrahlt bin. Es kommt daran, weil die Sonne ständig rauskommt. So. 16 Stück. Was wollte ich von dem Mana? Irgendwas. Nicht das. Ich erkenne da auch leider nichts. Mana. Nicht Mana Charge. Spreader. Da ist er. Achso, halt. Ich brauche erst mein Gold. So, jetzt hat. Nein. Mana Spreader. Genau. Jetzt warten wir noch, bis das fertig ist. Ist irgendwie sau cool. Also sehr cool gemacht. So. Du kommst weg. Dann hüpfen wir wieder zurück. Alles nur, weil ich mir rote Erde einbilde. Aber rot passt halt thematisch relativ gut hierher. Das muss man jetzt schon sagen. So. Na, was macht ich jetzt damit? Ich bin noch nicht weiter. Okay. Okay, ich muss ihn anscheinend richtig hinstellen. Das war falsch. Mein Anschein nach. Jetzt habe ich ihn genauso hingestellt wie vorher. Okay. Kann sein, dass ich... Ich brauche Energie anscheinend. Ich lese gerade, es tut mir leid. Okay. Das ist schön, ich brauche anscheinend Mana. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich Mana herstelle. Mal jetzt. Mana Funk, Mana Prism. Mana Glass.
Okay. Ich brauche aber auch irgendein Band of the Forest. Band of the Forest. Livingwood Twig. Gut, dass ich ein paar Livingwoods gemacht habe. Wie viel brauche ich da nochmal? Drei, verdammt. Und dann Petals. Okay. Habe ich keine mehr. Doch, habe ich sogar noch. Oh. Ich habe irgendwelche mystischen Pflanzen nochmal gesammelt. Weil ich die eigentlich irgendwo hinstellen wollte. Brauchen jetzt aber zwei Petals. Hat der eine Blume ausgereicht? Okay. Müssen wir uns merken, eine Blume geben zwei von diesen Blättern. So. Band of the Forest. Leute, das ist jetzt sogar angehoben. Ist ja lustig. Aber wie kriege ich denn jetzt Mana hier rein? Ach so, nee, das brauche ich gar nicht. Was sind denn Sparks? Okay, nein. Kann es sein, dass wir da einfach Blümchen aus rumpflanzen müssen? Oh, ich hatte doch Loks dabei. Entschuldigung. Ich probiere das jetzt mal aus. Wo habe ich denn Erde dabei? Ich hatte doch so viel Erde. Wir kriegen das hin. Irgendwann. Irgendwann läuft's. Oder muss ich da was? Ich bin hardcore verwirrt. Britannia. Wenn ich halt wissen würde, was er meint mit Generating Flora oder Flowers. Also muss ich doch da tatsächlich. Warte. Mach mal rein hier. Ich hab noch ein paar Blümchen. Wenn Generating Flowers. Wir haben doch gerade auch diese Pew Daisy gemacht, ne? Vielleicht muss ich einfach Blümchen herstellen. Und dann habe ich das. Mit Schwarzen geht es irgendwie nicht, glaube ich. Kriege ich die wieder raus? Wie kriege ich denn die da wieder raus? Ja. So kriege ich sie wieder raus. Für einen Block. Moment, Moment, Moment. Tada. Mana-Tablet.